Servus und herzlich willkommen bei den Staunenfischer. Ich bin der Andi und ich nehme euch heute mit ans Wasser. Was wir genau machen, ist jetzt gleich nach dem Intro. Wir haben jetzt die erste Juniwoche hinter uns. Der Schied, wie ich ihn nenne, oder Rapfen, wie ihn der Erik oder der David nennen würden, ist aus der Schonzeit heraus und damit ist der letzte Räuber frei und das heißt für mich Topwaterzeit. Das sind die heutigen Köder, wie ihr seht, alles selbstgebaute Topwaterköder. Interessanterweise hatte ich in den letzten 3 Tagen, wo ich hier war, auf jeden der Köder schon einen Biss. Leider habe ich keinen landen können. 3 Bisse konnte ich überhaupt nicht verwerten und der 4. hat sich im Drill losgeschüttelt. Deswegen bin ich heute wieder da. Irgendwann muss ja mal einer raus. Ich habe euch ja noch gar nicht mein neues Tackle vorgestellt. Ich fische seit der Saison eine Zec All Black Cast in 2,1 Meter Länge mit einem Wurfgewicht von 7 bis 28 Gramm. Und daran habe ich eine Shimano 151 XG in der DLC-Variante. Ich bin immer noch Baitcast-Anfänger, das wird eine Weile so bleiben. Da ist das DC, also Digital Control, der Chip drin, der die Wurfweite ein bisschen reguliert und den Backlash verhindert, ganz praktisch. Ja, ich bin bisher recht zufrieden. Ich kann es werfen mittlerweile einigermaßen. Ich bin dabei, dass ich ein paar so Trickshots probiere. Das ist noch schwierig, aber das normale Werfen funktioniert ganz gut. Ja, ich hoffe einfach mal, dass jetzt irgendwann mal ein größerer Fisch ans Band kommt, dass die Bremse einmal zeigen kann, was sie kann. Ja, wenn es soweit ist, seid hoffentlich dabei. Da war er, der erste Biss, hat ihn wieder verpasst. So, ich beende jetzt hier Tag 3 meiner Topwater-Saison. Irgendwie ist immer nur der Wurm drin. Hab zwar einen schönen Biss gehabt, aber leider ist er wieder nicht gehangen. Das heißt, 3 Tage Topwater, 5 Fische, einen im Drill verloren, 4 gar nicht gehakt. Ärgerlich, aber was soll's, es kann nur besser werden. Wenn ich wieder am Wasser bin, seid mit dabei. Bis dahin, ciao. Da bin ich wieder, heute an einem anderen Spot und heute auch mit der Stationärrolle unterwegs. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe beim letzten Mal meine Baitcast so gelobt und ich liebe sie immer noch. Leider ist mir beim Zusammenpacken ein absolut dämlicher Unfall passiert und ich habe mir die Spitze abgebrochen. So, jetzt bin ich ja gleich hängen geblieben in der Stange. Ja, die Spitze ist abgebrochen. Ich habe bei Zec angerufen, beziehungsweise habe erstmal per E-Mail hingeschrieben, ob man da was machen kann. Und habe heute einen Rückruf gekriegt. Die Jungs sind echt so nett und schicken mir ein neues Spitzenteil zu. Und zwar für Lau. Dafür erstmal Daumen hoch. Jungs, das macht nicht jede Firma. So, ich treffe mich jetzt gleich mit dem Erik und mit dem David. Die sehe ich da hinten schon am Wasser. Schauen wir mal, ob heute topwatermäßig mehr unterwegs ist. Wenn das hinten jetzt ein Takelmann und vorne wäre so... Ja, Erik, was ist das? Wir wissen es nicht. Na, keine Ahnung, ey. Das schimmert aber so komisch blau.
Ja, das ist irgendeine Hülle, da ist was Wasser geschlüpft oder ist, das Ding ist gestorben. Also wenn aus der Community irgendeiner was weiß, wäre cool, wenn wir es auch erfahren. Wie man nur unschwer hören kann, sind wir wieder am Wasser. Ja, das mit dem Alien, was auch immer das ist, hat uns keine Ruhe lassen. Mir ist es ja vorgestern ins Wasser gefallen, aber jetzt haben wir mit Kescher und Magneten gefischt und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir das Ding rausfangen. Da am Eck ist es. Wir werden jetzt versuchen, das zu konservieren und irgendwann bringen wir raus, was das ist und dann lassen wir es euch natürlich auch wissen. Okay, David hat gerade einen guten Fisch dran. Der nimmt auch oben die Schnur. Schauen wir mal hin. Ja, da macht's Rambazamba. Sorry fürs Verwackeln, aber wir haben jetzt geschaut, dass wir schnell herkommen. Voll! Ja, geil! Was machst du, Alter? Der hat noch gar keinen Bock. Aber willst du lieber aus der Strömung rauszugehen? Thank you.
Wie geht's dir heute? Eins. Der hängt wie ein Einser. Ja, der hat einen Meter. Oder einen Meter. Ich habe immer noch keinen Biss gehabt, aber der David hat gerade einen Waler gefangen mit 1,5 Meter auf seinen 0815 Geheimköder. Habt ihr gerade gesehen im Drill, wunderschöner Fisch. Genau wegen denen sind wir da und jetzt schauen wir mal, ob so einer auch noch auf Topwater kommt. Bis dann! Aus an dem Spot. Bei mir kam nichts mehr, der David hat den schönen Waler gefangen, Erik hat leider auch geschneidert. Der David und ich probieren es jetzt noch an einem anderen Spot. Wenn da was geht, dann lassen wir es euch wissen. Da ist ja der Topwater. Topwater. Guter. Zum Glück hast du so einen langen Kescher. Und verhaftet. Petri, Andi. So, da hat der Abend für mich auch ein versöhnliches Ende gehabt. Ein neuer PB beim Schied mit 69 cm. Ich bin echt zufrieden. Ich glaube, der David ist mit seinem Tag auch zufrieden. Ja, war in Ordnung. Guter Waller, guter Hecht. Und jetzt hat noch der Rapfen zum Abschluss. Ich freue mich über jeden Fisch. Also das war richtig ein guter Tag und dementsprechend sei jetzt mal besser. Läuft es eigentlich selten, momentan zumindest. Ja. Wir drücken unserem Erik natürlich auch die Daumen, dass er in Zukunft auch mal wieder was Ordentliches ans Band kriegt. Ansonsten, schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Schauenfische. Servus.